Hallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und wir befinden uns heute auch wieder auf der Map Ostseeküste. Und ihr habt ja mitbekommen im letzten Video, ich wollte da hinten den Kuhstall aufbauen, den zweiten. Wir laufen da mal eben hin. Hier steht der Schweinestall. Ach, jetzt habe ich mich fast in der Richtung geirrt. Und hier links, da stand ja der Pferdestall. Ja, aber der Kuhstall passt nicht hierher, haben wir festgestellt. Der ist viel länger und hat ein größeres Umfeld für die Tiere, wo sie raus können. Ja, und nun ist die Fläche nach wie vor frei. Und ich habe mich dazu entschlossen, ich baue den Pferdestall hier wieder hin. Was soll's? Was soll ich hier sonst hinstellen? Ich mag ja nur mal Pferde. Also gehen wir es mal an, ne? Ich mache die Anzeigen an, damit wir im Bilde sind, wie weit was. Oh, wir haben Regenmeldung. Okay, da muss ich aufpassen. Ich glaube, ich habe momentan keine Ernte zu erledigen. Ich gucke mal lieber nach. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe bei meiner Bauerei hier. Das wäre nicht so toll. Schauen wir eben mal kurz hier rein. Wachstum. Doch, seht das. Gut, dass ich gucke. Die 9 ist erntereif und auch die 14. Interessant. Die Kartoffeln hier? Immer noch nicht? Ja, vielleicht brauchen die noch einen Moment. Keine Ahnung. Sind die überhaupt angeschaltet? Sieht so komisch aus. Moment mal. Ne, die sind aus. Warum denn das? Ah ja, vielleicht durch die Schalterei und Klickerei mal passiert, ne? Gleich mal durchgucken, ob eigentlich alles noch drin ist. Pappel mache ich nicht. Gras lasse ich ja aus. Ölrettich mache ich momentan auch nicht. Und auch den Grünrocken kann ich rausnehmen. Ackergras. Ich glaube nicht, dass ich das hier noch anfange. Nehme ich mal raus. So, die Sachen hier unten lasse ich mal draußen, inklusive Pappeln. Hirse bleibt drüben, Kartoffeln, Soja, Sonnenblumen, Mais, Haferraps, Gerste, Weizen. Das ist okay. Naja, und das hier natürlich. Da habe ich ja schon tantiert damit. Ja. So, jetzt will ich mal gucken, was ist denn hier jetzt drauf? Ach, hier haben wir ja den Mais. Ja, ja. Oh, Stickstoff ganz schlecht. Ja, das Feld habe ich aber so bestückt gekauft. Da muss ich mich dann echt drum kümmern. Aber das mache ich nach der Ernte. Wir können also Mais ernten. Das ist ja wunderbar. Den kann ich wirklich gut gebrauchen. Und was haben wir auf dem anderen Feld? Welches war das jetzt? Die 14. Da müssen wir doch mal gucken, was auf der 14 auch los ist. Sag bloß, das sind die Pastinaken. Ha, da kommt ja Freude auf. Juhu! Okay, ich habe mir einen Roder besorgt und ich hoffe, der funktioniert. Oh Mann, das kann ja heiter werden. Ich muss gerade lachen, weil ich gerade an die roten Beete denke. Nee, was habe ich denn jetzt geklickt? Ich wollte doch den Editor ausschalten. So, nee, du bleibst erstmal hier stehen, mein Guter. Jetzt ist gut. Hier bleibst du erstmal. Aber, oh doch, den könnte ich eigentlich doch gebrauchen. Moment mal, mir fällt gerade noch was ein. Ich habe doch da vorne noch einen Rest Mehl rumstehen, den ich ausgelagert hatte. Und jetzt steht ja Mehl auf Direktverkauf, weil das ist überhaupt nicht mehr machbar gewesen. Die Mühle produziert ja unwahrscheinlich viel. Und vor allen Dingen in einem Tempo. Da geht mir einfach ein bisschen zu viel Zeit damit drauf. Ab und zu mal kann man das ja machen, selber fahren. Aber das mache ich jetzt nicht mehr regelmäßig. Es gibt eigentlich auch noch eine ganze Menge andere Sachen zu tun und die sind eigentlich noch wichtiger. Ich schicke den Traktor jetzt mal mit dem Mehl, was ich da rumliegen habe.
So. Gut. Schön nah heranfahren. Ich will auch keine weiteren heraus, weil da stehen hier wieder welche rum. Oder ich muss nur wenige rausnehmen. Wir können ja mal reingucken in die Produktion. So. Okay. Könnte ich eventuell noch 11 Stück rausholen. Ich muss mal gucken. Gucken wir mal in die Produktion rein, wie es aussieht, ne? So. Alte Getreidemühle, das ist die mit dem Öl. Da muss ich weiter runter. Die heißt ja Windmühle. So. Guck mal hier mal rein. Ja, einiges ist hier. Auslagern. Aha, so viel kommt gar nicht raus, wie es aussieht oder wie ist das jetzt? Tatsächlich, ne? Dann nehmen wir den Rest raus. Gut, in Ordnung. So, aha, hier hinten ist noch was abgeblieben. Den nehmen wir natürlich auch mit. So, jetzt werde ich das anschnallen. Automatik aus, dann schnallt das automatisch. Jetzt werde ich mal gucken, wo ich das am besten verkaufe. Da holen wir uns für die Fuhrer hier nochmal einen Bonus. Einen Umweltbonus, ne? So. Schauen wir mal nach. Mehl. Da haben wir es. Ach, Verkaufshütte ganz groß, ne? Das ist ja gar nicht weit. Ja, doch, schicke ich den dort mal hin. Ganz klarer Fall. Verkaufshütte ganz groß. Das ist ja hier vorne auf dem Wochenmarkt. Wo haben wir sie? Da ist sie. Dann fahr mal dahin. So. Und ich werde mir jetzt ja den Drescher schnappen, ganz genau. Wir müssen ja ernten. Ich gucke gerade, wo steht denn eigentlich der Roder? Habe ich den oder wollte ich den kaufen? Es sieht so aus, als wenn ich den noch nicht gekauft habe. Okay. Naja, da werden wir uns da gleich mal beim Händler umschauen. Jetzt muss ich mir aber erstmal das Schneidwerk holen hier. Das sollte hier irgendwo rumliegen. Genau da. Das andere sollten wir ablegen, was wir dran haben, ganz klar. So. Okay. Dann holen wir uns mal das Maisgebiss. So. Es ist nicht breiter als der Drescher, der sollte da also gut am Feld landen können. Jetzt muss ich bloß noch mal gucken, welche Nummer das jetzt war. Das ist schon wieder aus meinem Kopf raus. Ja, mit Nummern habe ich momentan irgendwie ein Problem. Das klingt schon wieder sehr komisch. Sagen wir mal lieber mit Zahlen. Sagen wir mal lieber mit Zahlen. Ich weiß genau, dass hier einige Zuschauer dabei sind, die genau wissen, was ich meine. So. Jetzt muss ich erst mal schauen, welche Feldnummer da. So, das sind hier, ja, das war das Feld mit dem Mais, genau. Die neuen, das sind die Pasten, nee, oder umgedreht? Mann,
Wir schauen lieber nochmal nach, ne? Nicht, dass ich den zum falschen Ort schicke. Mais. Wo ist er denn? Da. Ja, das ist richtig. Das ist also die 9. Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich da... Ich habe wahrscheinlich noch keinen Kurs. Es sei denn, ich hatte da mal eine Mission. Müssen wir mal nachschauen. Ja, vorhanden ist der Ordner schon mal. Kalten Steine, Tiefen lockern. Aha. Guck an. Geerntet haben wir da noch nicht. Na denn, da braucht man einen Kurs. Shop erstellen für die Nummer 9. Feldposition. Ach, das war ja das Feld mit der langen Strecke, wo hier so schön Platz ist. Okay, das ist ja wunderbar. Hier oben könnte es vielleicht problematisch werden. Da ist eine gewisse Enge. Das werden wir dann sehen. Okay. Wir haben... Echt? Haben wir nur 6 Meter? Das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Ich war jetzt eine Weile auf der Marsch. Eieieiei. Gut, ne, es ist ein Maisgebiss. Absolut kein Problem. Dann nehme ich mal, ich bleibe mal lieber bei 3 wegen der Enge. Wir gucken uns das erstmal an, wie das dann hier aussieht. Wir fangen im Vorgewende an. Ich bleibe bei weich. Das ist wahrscheinlich auch besser hier oben in der Ecke drin. Wahrscheinlich auch hier. Naja, hier haben wir auch noch rechtwinklige Ecken. Ich muss mal gucken. Bin gespannt, wie sich das anlässt. Das ist zu viel Überlappung. Ich bleibe bei 15. Das ist reicht aus. So, und das lasse ich auch so, wie es ist. Schauen wir mal. Aha, der hat sich diese Längslinie hier als Strecke ausgesucht. Als längste. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, hier stehen Bäume. Und wenn der in der Richtung umdrehen will, könnte das verständlicherweise Probleme geben. Ich habe eine Reihe überspringen. Ich mache mal 2. Machen wir nochmal. Ich glaube, das ist besser. So. Ja, man sieht auch hier, dass er dann hier irgendwie... Das sollte klappen. Noch ein Vorgewende mehr wäre wahrscheinlich schwierig hier oben, oder? Man könnte es ja mal anschauen, wie es aussieht. Ich nehme mal 4 rein. Wie sieht die Spitze jetzt aus? Okay, ich glaube, vorher sah es ein bisschen besser aus. Aber hier unten mit dem Umdrehen und so ist mehr Platz. Ich lasse es so. Wir werden sehen, ob es klappt oder nicht. Gut, dann speichern wir das mal. Feld 9 mit 6 Metern. Ja. Kurs speichern. Sechs Meter. 6 Meter. So, gut. Zurück wollte ich. So. Erster Wegpunkt ist drinne, die 9. Hier trage ich die auch nochmal ein, die 9. So, und dann kann der eigentlich dort loslegen. Ich hoffe, da kommen Teile an. Da brauchen wir noch einen Abfahrer. Jo, den könntest du machen. Komm mal her, mein Güter. Was für einen Anhänger nehmen wir denn? Wer die Wahl hat, hat die Qual, ne? So ist das. Ich gebe dir den grünen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der mehr Volumen hat als die anderen. Aber ich glaube nicht. Ach, ich habe das letzte Mal den Big M gekauft. Deswegen ist der Roder noch nicht da. Jetzt fällt mir das wieder ein. Okay, okay. Ne, nicht so lang. So lang. So. 45.000 passen rein. Das ist ja ein normales Volumen. Ich bin ja hier in diesem Projekt nicht ganz so mit dem Übertreiben und so, ne? Aber einige Sachen gönne ich mir schon, die alles ein bisschen erleichtern. So, da werden wir mal gucken. Ich setze den vorne auf die Straße. Da brauchen wir nicht hier hinten um die Kurven. Okay, du machst den Abfahrer auf der 9, mein Guter.
Feld 9. Jetzt mache ich erstmal alles zu hier. So, Feld 09. Da. Nix Zuckerfabrik. Ah, der hat letztens den Zucker gefahren. Okay. Nee, das bringen wir erstmal zum Hof und dann sehen wir weiter. Und ab. So, und jetzt muss ich tatsächlich zum Händler. Wegen dem Roder. Den hier möchte ich nicht haben. Nein. Nein, nein. Jetzt muss ich mal gucken. Hoffentlich habe ich mir die Mod überhaupt hier reingetan. Und habe das nicht nur vorgehabt. Naja, in dem Fall mache ich halt was anderes. Hexer will ich nicht. Wo haben wir denn? Kartoffeltechnik, Rühmtechnik. Ich gucke mal hier rein. So. Multifrucht. Ich glaube, das war dieser hier. Ich klicke den mal an. Ja, Pastinaken sind aufgeführt. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Dann probieren wir das aus. Den kann ich mir sogar leisten zu kaufen. Das mache ich jetzt auch. Denn alles, was man nur mietet, bringt ja jeden Monat wieder ein neues Loch ins Portemonnaie, ne? Das kennt man ja, das will ich einfach nicht so gerne. Ich nehme den kleineren, das ist hier für die Verhältnisse auf dieser Karte besser. Mal gucken, was man alles hier verändern kann. Bunkergröße, ach guck mal. Wo sind wir da? 100 Kubik. Jo, das nehme ich mal, warum nicht? Das ist mal eine Ansage für die Karte hier. Und PS-mäßig, ja, das nehme ich auch. Oh, da ist er schon noch 450, aber es geht immer noch mit dem Konto. Die Reifen ändere ich nicht, die sind in Ordnung. Hauptfarbe, die kostet auch was, wie ich sehe. Mal gucken, wie viel von dem Teil gefärbt wird. Dunkelblau verspiegelt. Was ist denn das für eine Farbe? Wo ist fast schwarz? Oh, das sieht aber gut aus. Das könnte ich mir gut so vorstellen. Das nehme ich so. Und hier möchte ich gerne Chrom. Denn Blau passt jetzt hier nicht wirklich. So passt das eigentlich ganz gut. Höchstens, dass man Schwarz nimmt. Das würde eventuell auch gut aussehen. Oder halt die gleichen. Ja doch, das ist in Ordnung. So mache ich es. Der Rest ist in Edelstahl, wie es aussieht. Das passt perfekt, das gefällt mir. Jetzt muss ich hier nochmal reingucken, weil das auch schon wieder verstellt ist. Warum auch immer, das ist halt... Ja. Ja, so mache ich das mal, warum nicht. Und zwar... GUE für Güstrow. Und dann mein Kürzel. So, und dann mache ich einfach mal eine 12 dazu. Was haben wir jetzt? Das nehme ich auch als dunkel. Okay, wie schaut es aus? Ui, das ist in Ordnung. So ist es gut. Ja. So, so kaufe ich den jetzt. Geschwindigkeitsmäßig war, glaube ich, nichts zu ändern, nicht, oder? Nee, sehe ich nichts. Okay, dann soll er ernten, wie er erntet. Egal. Kaufen. Ich hatte doch mal den Mod drin, wo man die Geschwindigkeiten... Ach, das ist ja beim Schneidwerk und nicht hier. Ja, ja, alles klar. So, das braucht man natürlich jetzt auch noch, das Schneidwerk, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Dahin. So. Rübentechnik, wo ist sie? Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen, nicht? Da. Okay. Was hier alles drin ist. Das ist das hier, genau. Ja, gibt es für jede Frucht ein einzelnes Schneidwerk.
In dem Fall werde ich das so machen, dass ich mir die Schneidwerke grundsätzlich nur miete. Für den Fall, wenn ich es gerade brauche. Wo soll ich denn die alle unterbringen? Das ist ja, ne, Zwiebeln, ich glaube, die mache ich hier gar nicht. Aber rote Beete haben wir ja. Pastinaken haben wir hier. Die muss ich gerade ernten. Für Kartoffeln und Rüben könnte ich mir vorstellen, die zu kaufen. Aber ob ich das andere nochmal mache, weiß ich ja gar nicht. Ja, das probiere ich mal aus. Gut, ich werde mal das mit den Pastinaken jetzt erstmal. Ja, Gelb passt natürlich jetzt nicht dazu, ne? Absolut nicht. Ah, hier kann man die Geschwindigkeit, aber ich lasse die auf 20. Da hüpft er mir wenigstens nicht rum. Logo. Was gibt's denn da? Ich nehme ohne. Braucht kein Logo. So, dann nehme ich hier die gleiche Farbe jetzt. Designfarbe nehme ich in Chrom. Dann passt das dazu. Jo, so, na gut. Gucken wir mal. Wie teuer sind die Miete? 4.000. Und wie teuer ist es, wenn ich das kaufe? Huhuhu, nö. Ich weiß ja gar nicht genau, ob es wirklich funktioniert. Also, mieten. Dann werden wir sehen. Und da ist schon wieder einer am verkehrt stehen, ne? Jetzt muss ich da erstmal dafür Sorge tragen, dass der hier woanders steht. Das geht so nicht, dass wir hier gerade dabei sind. Aber einmal hat er schon übergeladen. Guckt euch das an. Das geht ja richtig schnell hier. Ich werde ihn mal umdrehen. Ja, die Spitze hier hinten, da wird wo einiges stehen bleiben ein Schott, die Ecken und so, ne? Aber das macht nichts. Da freuen sich die Hummeln und die Bienen und die Wespen und wer noch alles, Marienkäfer. Schalte den wieder an. So, da kann er hier warten. Okay. Was haben wir hier jetzt? Ach so, ne, da brauche ich jetzt. Das ist immer dumm, dass das so. Okay. Gut, das ist jetzt mein Roder. Der sieht doch schick aus. Ich mache jetzt erstmal hier das Fenster hier aus, damit ich mehr sehen kann. Jetzt werden wir mal gucken. Jetzt habe ich überhaupt nicht geguckt, was für eine Arbeitsbreite das Teil hat. Aber das ist nicht breit, garantiert nicht. Das macht, das muss auch nicht. Da komme ich wenigstens durch die Straßen damit. Ja. Gleich mal gucken. Oh, 4 Meter geht doch. 4 Meter geht doch. Das ist doch in Ordnung. Setze ich, ich muss den noch einstellen, fällt mir gerade ein. Das darf ich gar nicht vergessen. Ja, das erste Mal ranzen wir schon die erste Laterne an hier. Guckt euch das an. Ja. Ja, so ist das. Mann. Halt an. Du musst selber fahren. Das ist besser. Du bist ganz schön schwammig in der Handhabung. Mein lieber Scholli. Ein bisschen die Tastatur antippen und der saust gleich in eine andere Richtung rein. So, dann werde ich das Video mal für heute beenden. Es ist etwas länger geworden. Aber ja, das passiert halt immer wieder mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Passt bitte gut auf euch auf und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da und ich freue mich natürlich auch schon auf eure Kommentare. Dann sage ich jetzt mal Tschüssi für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Maritzler.